Ach ja, das Kennenlernen zwischen Chloe und Rachel. Aber ich frage mich natürlich, wir wussten das schon, aber ich frage mich natürlich trotzdem, wie es weitergeht und vor allen Dingen, wie die ganzen späteren Geschehnisse, aber das werden wir, glaube ich, nie erfahren. Ja, es geht weiter. Endlich, Life is Strange, bevor es kommt. Ersten Teil auch die Lieder ein bisschen ausspielen lassen. Deswegen lasse ich solche Szenen immer ein bisschen länger, weil ich die Mucke einfach sehr, sehr geil finde und die auch einen großen Teil vom Spiel ausmacht. So, jetzt können wir alle Tracks durchhören. Das machen wir allerdings nicht. Sondern wir stehen mal langsam auf, packen das zu unserem Stashboard. Und jetzt wird es auch langsam mal Zeit. Es ist und bleibt 7 Uhr morgens. Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Das haben wir alle mal. Das Tagebuch. Einmal mal ansehen. Daily rituals are important. Even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Max, die Verliererin. Ja, genau, ich habe dich eine Verliererin genannt. Willst du wissen, warum? Weil du gestern Nacht nicht bei Firewalk warst. Selbst Frank war da, er ist mein Dealer. Oder Mama, falls du das liest, er ist mein Dealer und du solltest das nicht lesen. Das war die beste Nacht meines Lebens. Ich bin auf den Gleisen zur alten Sägemühle gewandert und hab dann den dummen Türsteher so lange blöd angemacht, bis er mich reingelassen hat. Firewalk war abgefahren. Wer hätte gedacht, dass solche Konzerte in einem Café Arcadia Bay stattfinden? Scheiß auf Seattle. Außerdem habe ich ein abgefahrenes blaues Auge als Andenken. Nichts Besonderes, aber da waren diese zwei widerwärtigen Arschlöcher, deren Eier ich zerquetscht habe. Sah aber ein bisschen anders aus. Oh ja, und ich wurde von den beliebtesten Mädchen in der Schule gerettet. Wie war deine Nachtverliererin? Firewalk plus Chloe, besser als Max. So, na, ja.
So, hier haben wir noch, ich gucke ja ganz kurz mal ein bisschen durch. Halt, warte mal, Tagebuch, gucken wir nochmal schnell. Wir haben noch ein paar Seiten hier, da gucken wir natürlich auch mal durch. Sehr viel mit Max. So, liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als sie mich beschwerte, dass ich eine E-Mail verschicken wollte und das Internet nicht funktionierte. Und heute dachte ich, hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich Max schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil wir seit 3 Monaten nicht miteinander gesprochen haben. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und nicht, dass ich deswegen sauer wäre oder so. Scheiße, das werde ich doch nie abschicken, oder? Chloe, die Entfreundete. Schreib deine Gedanken in mir nieder. Max, das hier ist schon besser. Ich kann dir schreiben, ohne dass ich mich fragen oder sorgen muss, ob du mir je antworten wirst. Vielleicht, wenn du eines Tages zurückkommst und dich dafür entschuldigst, mich komplett vergessen zu haben und wir uns wieder vertragen, vielleicht zeige ich dir das hier dann und wir können es lesen und darüber lachen. Oder vielleicht beschließe ich, dass Tagebuch Max viel cooler als die echte ist und du lebst eben für immer hier drin als meine imaginäre, frühere, derzeitige beste Brieffreundin. Die Zeit wird es zeigen. Chloe, die Tagebuchchefin. 20.03.2010. Bist Max. Bist du bereit? Mama hat einen Trip für nächsten Sommer vorgeschlagen und ich dachte, cool. Aber dann fängt sie davon an, dass David dabei sein wird. Ja, dieser David, der möchte gern Sergeant, der sich auf meine Mutter gestürzt hat und dann klebt wie ein übler Pickel. David, der Schnurrbartschrecken vom Planeten Scheißer. Dieser beschissene David. Jedenfalls merkte ich höflich an, dass es vielleicht zu früh ist, um anzunehmen, dass David dann noch hier ist oder noch atmet. Shit happens. Wie du dir vorstellen kannst, kam das nicht gut an. Mal im Ernst, wenn der Kerl in 3 Monaten noch hier ist, hat sie echte Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und ich echte Pläne für eine Selbstverbrennung. Schlag's nach, Nerd. Sie verdient was Besseres. Mehr wollte ich damit nicht sagen, aber sie wollte es nicht hören, als sei ich das Arschloch hier. Chloe, das Arschloch. Don't take the right, the Starch Monster from Planet Dipshit. Ach, links. The Starch Mustache Monster from Planet Dipshit hat sie links auch gemalt, sieht man leider nicht. Und rechts, wie sie verbrennt, sie kann auch gut zeichnen, muss man einfach sagen. So, halt. Und hier, Max, du weißt, dass ich nicht mehr oft zur Schule gehe, so wie du nicht mehr oft mit mir sprichst. Lustige Geschichte, mir fiel keine gute Ausrede ein, also habe ich's gelassen. Ich tauchte einfach nicht auf. Und es war okay, niemand hat irgendwas zu mir gesagt. Verrückt, oder? Es ist, als sei ich auf einmal unbesiegbar. Vielleicht ist das der Vorteil daran, das Mädchen mit dem toten Vater zu sein. Keiner weiß, was mit mir zu tun ist, also sind alle erleichtert, wenn ich zu Hause bleibe. Hätte ich das doch bloß eher herausgefunden. Denk nur an all die verschwendete Schulzeit. PS, ich habe an Pris aus Blade Runner gedacht, als ich mir das letzte Mal die Perle geputzt habe. Anfangs dachte ich an Deckard und wie hieß er, was und wie heiß er ist, aber dann hat Pris ihm die Show gestohlen. Egal, bedeutet vermutlich nichts. Ich glaube, ich will bloß ihren Pony, Chloe, das Elektroschaf. Die Perle geputzt. Ich sag dazu nichts. 4.4.2010. So, ich drücke mal das Falsche. Und das hier. Ich finde das Logo von Firewalk hier übrigens sehr, sehr cool. Ich fand das T-Shirt-Logo echt sehr, sehr lusch. Aber der hat ja eh, ich glaube, der hat eh geklaute Shirts verkauft. So, hier ist wieder Seite 1. Dann haben wir hier Chloe, Max, William, David und Joyce, Frank. Mein Name ist Chloe Price, aber nenn mich Mittelfingerz. Ich bin eine Insassin der Blackwell Akademie, die derzeitig eine 4-jährige Strafe für Verbrechen gegen die Mutterschaft absitzt. Das wäre dann meine Mutter Joyce, die unendlich enttäuscht von mir zu sein scheint. Das verstehe ich sogar. Ich bin niemandes Vorstellung der perfekten Tochter oder Schülerin oder irgendwas anderem. Aber wer will schon perfekt sein? Ich bin den ganzen Tag von sogenannter Perfektion umgeben und es ist scheiße. Andere Dinge, die scheiße sind. Mamas neuer Militärfuzzi-Freund David, wie schwer es ist, ihr Hasch zu kaufen, keine Freunde zu haben, Heuchler, Country-Musik, Leute, die relaxen sagen, dass Papa tot ist. Aber hat sie selber nicht in der Bar gerade eben noch irgendwie, also in der Scheune, hat sie da nicht auch noch relaxtes Mädchen gesehen? Naja, es ist 2 Jahre her, dass er bei einem Autounfall starb und ich denke immer noch an die ganze Zeit mit ihm. Ich habe sogar diese seltsamen lebensechten Träume. Manchmal glaube ich, er versucht mir was zu sagen. Dann erinnere ich mich, dass er in einer Grube die Würmer füttert und alles andere ist nur ein Märchen, durch das es mir besser gehen soll. Wenigstens habe ich 2 Waffen, die mir beim Überleben in dieser beschissenen Stadt helfen. Der Stift, mit dem ich absolut alles anmalen kann, was ich will, und meine strahlende Persönlichkeit. Wenn ich dran arbeite, kann ich den Ort hier vielleicht etwas weniger perfekt zurücklassen, als ich ihn vorgefunden habe. Episode 1? Ach so. So, hier können wir nochmal Max. Oh, Max sieht ja auch noch ganz anders aus.
Max Caulfield, verschollene ehemalige beste Freundin, dieses künstlerische Missstück liebt die Fotografie mehr als das Leben selbst und ganz sicher mehr als mich. Sie benutzt sogar alte Sofortbildkameras. Es ist vermutlich nicht gesund, wenn jemand so sehr in der Vergangenheit feststeckt, aber wer bin ich, anderen Leuten zu sagen, wie sie ihr Leben leben sollen? Als Kinder verkleideten wir uns als Piraten, aßen Eiscreme und schrieben und zeichneten diese dummen Comics, in denen wir Superkräfte hatten und Leute retteten und so. Super Kitty is trapped. We must save her. Miau. Dann starb Papa und ihr Vater nahm einen Job im Norden an und sie zog nach Seattle. Das war vermutlich die Zeit, in der ich sie am meisten brauchte und sie ließ mich im Stich. Danke, Max, dass du mir beigebracht hast, dass ich mich auf niemanden verlassen kann. Im Ernst, Lektion gelernt. Das Schlimmste ist, obwohl wir seit Monaten nicht geredet haben, obwohl sie meine Nachrichten so regelmäßig ignoriert, dass ich aufgegeben habe, obwohl ich tief im Innern weiß, dass ich ihr egal bin und dass sie vermutlich neue Freunde im verschissenen Seattle hat, vermisse ich sie trotzdem. Wenn sie morgen zurückkäme und sagte, hey Chloe, wollen wir uns als Piraten verkleiden und Unsinn anstellen, dann würde ich sie sofort zurücknehmen. Loop-dup. Sofort. Ach Mann, das arme Ding. Und das ist ihr Vater. Wenn ich für jeden abgewichsten Vertrauenslehrer oder Therapeuten, der mich in den letzten Jahren dazu bringen wollte, über Papa zu schreiben, etwas Gras hätte, müsste ich nie wieder was von Frank kaufen. What's the matter? Don't you want to write your dear old dad? Die glauben, es hilft mir, mit meinen Gefühlen umzugehen oder so. Als ob ein paar Absätze darüber, wie toll Papa war, mir helfen würde zu vergessen, dass seine Eingeweide wahrscheinlich immer noch an der Unterseite eines Trucks kleben. Und was soll ich verflucht nochmal eigentlich schreiben? Dass er der perfekte Vater war, der immer lustig und nie wütend war, dass er mich wie eine Gleichgestellte behandelte, dass er stets daran gearbeitet hat, unser Leben zu verbessern, dass er mich immer zum Lachen bringen konnte, auch wenn ich ein Missstück war, dass er in der Dusche gesungen hat und Heuchelei hasste und dass sein Grill immer noch im Garten vor sich hinrostet, weil der Gedanke, ihn entweder wegzuwerfen oder ihn jemals wieder zu benutzen, zu schmerzhaft ist und es für Mama und mich einfach ist, so zu tun, als merken wir es nicht. Wenn das mit Gefühlen umgehen ist, dann kann es mich mal. Ach Mann. Wen haben wir denn hier? Der Frank. Für einen Drogendealer ist Frank Bowers recht entspannt. Er tut gern so, als sei ein harter Kerl und ich bezweifle nicht, dass er über die Jahre ein paar krasse Dinge getan hat, aber er kommt mir eher wie ein Straßenköter vor. Je härter er sich gibt, desto niedlicher finde ich ihn. Ich kaufe seit knapp einem Jahr Gras von Frank. Ich habe so gut wie nie genug Geld dabei und er sagt mir immer, das ist das verfluchte letzte Mal, Chloe. Ich bin nicht dein beschissener Kumpel. Und dann gibt er mir trotzdem was. Wie gesagt, der Typ ist niedlich. Natürlich kann es sein, dass Frank nicht mehr so kuschelig ist, wenn man sich richtig mit ihm anlegt. Ich habe gehört, Frank hängt mit Kerlen rum, die wesentlich finstere Dinge abziehen, als Schüler mit Drogen zu versorgen. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie Frank in richtig üble Sachen hineingezogen wird, aber man weiß nie. Für den Moment hoffe ich einfach weiter, dass Franks Erinnerung dafür, wer ihm Geld schuldet, noch schlechter ist als sein Talent für Einschüchterung. So. Trotz aller Mühe, die Mama sich gibt, hasse ich sie nicht. Ich weiß, es ist hart seit Papas Tod. Das Geld ist knapp, ihr Job als Kellnerin im Diner ist nicht gerade glamourös und mir liegt nicht viel daran, zur Schule zu gehen. Aber warum muss sie es uns beiden so viel schwerer machen? Sie tut so, als sei es ein persönlicher Angriff auf sie, wenn ich kiffe oder die Schule schwänze. Sie sollte sich freuen, dass ich mir selbst Medizin verabreiche, statt auf alle loszugehen. Sie war nie so, als Papa hier noch war. Sie konnte tatsächlich cool sein. Aber vor kurzem hat sie ein haariges Monster ins Haus gelassen, das alles ruiniert. David Madsen. Ein arbeitsloser, hirnloser und schwanzloser Scheißer, der auf alles steht, was mit Militär zu tun hat und mir versprach, mich gerade zu biegen. Arschloch. Ich habe versucht, diese Bedenken gegenüber Mama zum Ausdruck zu bringen, doch mit jeder Woche scheint sich der Virus in einen weiteren Winkel ihres Lebens auszubreiten. Ich beginne mir Sorgen zu machen, dass die David-Pest die Sorte Krankheit ist, die ihren Wirt umbringt. So, und damit haben wir das jetzt auch durch. Episode 1. Ich glaube, jetzt spielen wir mal langsam weiter. Wir haben alles gelesen. Wie gesagt, ich nehme alles vom Spiel mit. Hey Max. Hey Dad. Another day in paradise. Right? Oh. Wie sich alles seitdem geändert hat, wie alles quasi bergab gegangen ist. Chloe, wakey wakey, eggy bakey. Last night, seeing Firewalk live. Those skeevy assholes that... girl.
Was that really Rachel Amber? You smell like cigarettes and beer. Better change clothes. So, Spiegel in Spiegel sieht man auch nicht oft. Nice one, Chloe. Mom's gonna love the new look. Sind das die Konsequenzen? Schublade, oh, Piratenhut. I bet Long Mac Silver traded her hat for beer and booty long ago. Und sie hängt immer noch so sehr an Max. Das ist eigentlich so traurig und das ist eigentlich so fies von Max. Die wirkte auch immer so verloren, aber das ist echt Arschloch von ihr. How do I want to express my teenage angst today? Feel free to donate money if you want to. So. Literally any amount. We'll take it. Was ziehen wir denn heute an? Rabe? Firewalk, Rabe oder was ist das hier? Bonus-Outfits. Oh. Schmetterling. Wir gucken uns mal gleich die Bonus-Outfits an. Wir können uns mal alles angucken. Erstmal die Bonus-Outfits. Illuminati, Hotdog, Punk Doe. Ich fange mit Punk Doe an. Mal schauen, wie es aussieht. Ja, das kommt mir verdächtig bekannt vor. Ich glaube, das möchte ich nicht tragen. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Okay. Dann haben wir hier. Ich gucke mir mal die anderen Bonus-Outfits an. Illuminati. Ziehen wir uns natürlich auch nochmal rein. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Passt auch ein bisschen zu ihr. Kann man machen. Wir gucken uns die anderen Outfits natürlich auch noch an. So, was haben wir hier? Ist ein bisschen wie Sims spielen hier. Hot Dog. Was haben wir denn da? Ah. Das Würstchen kommt mir aber auch noch bekannt vor. Das gab es auch im ersten Teil, glaube ich. Das war da auch überall. Aber ganz ehrlich, so mega beeindruckt bin ich davon nicht. Dann testen wir mal ganz kurz die anderen Sachen aus. Firewalk, das T-Shirt ist relativ ugly. Ich glaube, ich bleibe später bei Illuminati. Oder bei dem Schmetterling hier vorne. Der sah eigentlich auch ganz cool aus und passt ja irgendwie auch. Ja. Ja, nee, also weiß ich nicht. Nee, komm. Können wir eigentlich mit Make-up das blaue Auge überschminken? Das wäre eigentlich ganz cool. Ich weiß nur nicht genau, wie viel Make-up. Obwohl, ein bisschen Make-up hat es aber drauf, ne? Und guck mal, hier im Vordergrund sieht man es ja auch. So, alles klar, wunderschön, sieht alles ganz traumhaft aus. Dann testen wir nochmal ganz kurz das andere Modestück dort unten. Schmetterling, der sieht eigentlich echt cool aus, aber ich glaube, ich möchte fast bei Illuminati bleiben. Weil ich finde, das passt irgendwie zu ihr. Ich möchte das natürlich nicht beurteilen, ich kenne sie nicht persönlich, aber irgendwie... Ne, das sieht alles so brav aus, das Logo sieht cool aus. Und im Grunde genommen passt es auch sehr gut zum ersten Teil, aber ich bleibe einfach mal bei dem Rotz-Look. So wie wir es kennengelernt haben. So. Bam. Hose würde ich auch wechseln an ihrer Stelle, die stinkt natürlich auch nach Kippen. So, ich bleib mal dabei. Schön abgefranst und so. Schwing! So, das haben wir gemacht. I really should get going. Ja, hier ist noch ein Poster. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. Punisex, White Blood Transfusion, okay. Schublade. Ich ahne, was da drin ist. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. I saved all of these. Was? Ich habe die alle gespeichert. Du musst das Foto löschen, auf dem ich tanze. Nur mit dir lasse ich mich so gehen. Frohes zweimonatiges Jubiläum, Elliot. Okay, die anderen können wir, das sind nur Tickets, ne? Mehr ist das ja nicht. So. Max made me this mix CD years ago. And because it was Max, not a single song was pirated. Pirate Power. Ah ja, Piratenpower, ja. Hey, das Lied im Radio kenne ich. Das kommt mir sehr bekannt vor. Habe ich schon mal gehört. Mr. Hyphy. Fun fact. Shark babies eat their siblings in the womb. Witzig. Maybe that's why I'm an only child. Ja.
Mhm, ansehen und abreißen. Used to dream of riding a unicorn as a kid. But then all the unicorns died. Das Bild ist trotzdem ganz schön. Würde ich mir selber nicht aufhängen, ist aber schön gemalt. Abreißen. No more unicorns, no more princesses and no more fucking rainbows. Hm, eigentlich schade. Nothing like a fresh start. Eigentlich schade. Words of wisdom, don't fail me now. So, 100% der Schüsse, Genie ist. Schüsse finde ich negativ besetzt, Genie finde ich besser. Ich mach Genie. Genie. Bitte Genie. Das passt eigentlich auch. Just ask Steve Jobs. What? Genius is 1% inspiration, 99% LSD. Oh. Adapt or die. Das letzte Einhorn. Ja, da wurde es abgerissen. So, was haben wir noch? People, pipapo, lalalala. Ansehen. Oh, das ist ja süß. Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. Aber den glowy bear behältst du. Na gut, das finde ich gut. Da ist noch ein Foto. Dad was so proud of me for winning that stupid science fair. Sie hat die Wissenschaftsausstellung gewonnen. Und dann ist sie einfach nicht mehr zur Schule gegangen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier so ein Klassenfoto. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Rachel Amber unten rechts, habe ich sofort erkannt. Also sieht man auch ganz deutlich. Unten links Honeyball. Also ich erkenne die Leute hier ganz, ganz klar. Oben rechts Maxi Greff. Ja, das sieht man schon. So. Computer benutzen, erstmal. Huch, hier hängt mir ein Foto ins Gedöns. Erstmal ansehen. One of these days I'm actually going to use you to do my homework. Und jetzt benutzen. Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. AMA. Chloe Price. Dear Miss Arcadia. Ach ja, lesen. Liebe Miss Arcadia, habt ihr gehört, dass Firewalk in der Stadt spielen werden? Ich war an allen Veranstaltungsorten der Gegend, aber niemand weiß was. Sergio 22. Anscheinend nicht an allen Veranstaltungsorten Dead-Fan. Weiß nicht, aber ich like das Thema mal. Okay, Leute, hier ist der Knüller. Es ist eine Privatparty. Nicht wie ihr seid nicht eingeladen, sondern eher wie ihr seid besser dran, wenn ihr wegbleibt. Ich weiß, das sorgt nur dafür, dass einige von euch noch schärfer drauf sind. Aber also kommt auf eigene Gefahr. Lasst die, ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Ach so, schon mal von der Mühle gehört? Miss Arcadia. Danke, Scourge. Oh, scheiße, wenn du gehst, guck niemand in die Augen. Wenn du dir in die Augen guckst, guck nicht weg. Wenn du wegguckst, brauchst du jetzt auch nicht mehr auf deinen Rat hören. Rand. Haha, sieh meine Augen sind außerirdisch. Toller Film, The Doctor. Wovon redest du? Firewalk Forever. Gesandter des Grauens, aber das Original, The Doctor. Verstehe, was ist die Mühle? Firewalk Forever. Wie niedlich, Deadfan. Vorheriges Thema, die Presskits und die Illuminati. Nächstes Thema, Spenden für die Erdbebenopfer in Haiti. Nächste. Wait, what? Who? What photo? To Chloe Price. Oh nein. Victoria Chase. Wat? An Chloe Price. Betreff. Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klick auf den folgenden Link. Nordface D9. Last comment. Kann ich... I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Oh. Rachel Firewalk. Trevor Jealous. You look hot. Who's the arm candy? Deborah Thompson, Deborah Borgen, I think. So fun. Kisses. Glam. Get it, girl. Who's Deborah Borgen? With Rachel in the picture. Ook, Rach. You're so gorgeous. I hate you. And who's Armand Dude? That's Chloe Price. Taylor, wasn't Rachel invited to a sleepover last night? I was wondering where she was. Burn. Oh no, I didn't mean it like that. So much fun. Really intelligent. Okay. Ja, da sind wir markiert tatsächlich. Und Victoria hat geschrieben, who's Armand? La 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 la. Who's the arm candy? Gut, sind wir verlinkt auf dem Foto, auch gut. Zeugnis ansehen. Man, I am killing it this year. Somehow I don't think mom's going to feel the same way. Inconsistent, capable of better absences. Parent, teacher, lala, disruptive, difficult, unfocused. Also überall verkackt, einfach nur. In Geometrie unterrichtet Herr Stein, das ist ja nett. Unbeständig, vermag mehr zu leisten, Abwesenheiten, Elternabend empfohlen, Abwesenheiten, stört den Unterricht, häufige Abwesenheiten, schwierig, unkonzentriert, Abwesenheiten, unkonzentriert, Nachhilfe verfügbar, Abwesenheiten. Ciao. Yeah, no one needs to see that. Thank you.
Brauchen wir eh nicht. Ansehen und verbessern. Oh, okay. Periodensystem. I'd like to think my humor has improved with age. Why can't you be more positive? Nah. So, verbessern. Ich bin gespannt, was sie tut. Na nö. Better living through chemistry. MJ. Ja. MJ 420. Alles klar. Wir wissen Bescheid. So, was haben wir da noch? That really was Rachel Amber. Achso, ja. And she saved my life. Ja. So, Becca. How was last night? I'm perfectly capable of waking up without you, you know. Eventually. So, ausschalten. Mit unserer Wecker-Fernbedienung. Skateboard. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. So, ich glaube, dann haben wir hier alles gemacht und alles gesehen und alles angeguckt und getan und getut. Ich würde sagen, wir gehen frühstücken, bevor es... Shit! Where's my phone? God, it's not here. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone with Mom's. Okay. Mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Ich hoffe, das hat der Typ nicht geklaut. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. Hm. Ist doch eigentlich ganz schön da. Boah, da sieht alles so ein bisschen abgeranzt aus. Ach Mann, the Fru, tut mir mal leid. Hier mal kurz öffnen. Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair is his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Intensiv, aber dezent. Haarfärbemittel, sonnige Mandel. Deckt graue Haare lange ab. Kein Ammoniak. Okay. Da war noch Medizinschrank, alles klar. Handtuch, ansehen. The preferred towel of Captain Bluebeard, Scourge of Arcadia Bay. Ah, jetzt sehe ich es auch. Okay. Ich kann aber das blaue Auge nicht überschminken, ne? Das geht nicht. Ganz ehrlich, wenn ich ein Girl wäre, wäre das das Erste, was ich machen würde. Blaues Auge überschminken, okay. Und hier können wir vielleicht so ein paar Sachen... Fliegt hier diesmal wieder ein Vogel rein oder eher nicht so? Ein Buch. I think I want Mom to be happy, but not like this. Not like this! Love after loss. A guide to forgiving oneself and moving forward. Ach Mann. Liebe nach dem Verlust. Eine Anleitung, sich selbst zu vergeben und in die Zukunft zu blicken, ja. Eine Schublade. Das ist ja wohl die unterste Schublade hier. It's weird that Mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Hm. Ansehen, lesen. Kann man das direkt lesen? Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Mhm. Don't give up on yourself. A single spark can start a fire that burns the entire prairie. Better. Wer will denn eine Prärie verbrennen? Warum soll man eine Prärie verbrennen? Warum wird ein positives Beispiel mit einem negativen besetzt? Was? Verstehe ich nicht. Ring. Bis das der Tod euch scheidet. Mom's old engagement ring. Supposed to be mine, if I'm ever stupid enough to get married. Hm. Grade B? Fuck you, Arcadia Pawn. Wait, Mom's selling her engagement ring? Arcadia Pfandleier, Wertschätzung, Bares sofort. Diamantring fast farblos, Versicherungswert 1200, Barwert 300. Kreditwert im Geschäft 500. Nur eine Schätzung, Angebot nicht garantiert. Oh Mann. Handtasche. Can't believe I used to sneak in there for her makeup. Mach doch jetzt mal, du hast ein blaues Auge. Eine Kette. I made this for Mom when I was like 10 years old. Na. If she wore it now. Oh. Entschuldigung. I hate that she hides all our old pictures of Dad. Hmm.
was auf der Kommode abstellen. Dad, if you could see us now. Ja, von der alten Familie ist da, glaube ich, nicht mehr so viel übrig. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Hat der Vater aber auch nicht verdient. Sagen wir mal ganz ehrlich, auch wenn es natürlich die Mutti schmerzt, ich verstehe das schon, aber ich finde es ein bisschen, ich finde es gemein, dann den Vater einfach so komplett aus dem Leben zu streichen. Where does she usually keep her phone? Ja, ja. Maybe on her nightstand? Habe ich doch gerade schon gesehen, da liegt es doch. Ich wollte es trotzdem mal wieder ein bisschen sinnieren. Bei der Kette wolltest du noch was sagen? I made this for mom when I was like 10 years old. If she wore it now, I'm not sure which of us would be more embarrassed. Ah, Mom! Bad enough that David comes here for dinner. Unangenehm. Ansehen. I should call my phone. Ja, machen wir doch schon. Na komm. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Na, ruf an. Kein Geräusch. Ah, jetzt. Sounds like my phone is definitely nearby. Ah. Ugh. I drank way too much last night. Or was it just enough? There we go. Wonder how many calls I've missed. Na, wie viele? Mama, eine neue Nachricht. Elliot, eine neue Nachricht. Frank und Max, Alter, was hatten die für einen hässlichen Handyfont? Auswählen. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Warte mal, isst du mit uns zu Abend? Nein, danke. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Chloe, bist du bis zur Sperrstunde zu Hause? Das wird Konsequenzen haben. Konsequenzen! Um 1.17 Uhr. Oh oh. Aber die Mutti gerade war wieder lieb. Die hat runtergerufen. Hat ja hochgerufen wegen Frühstück. Isst du mit uns zu Abend? Nein, danke. Ja, ja, ja. Elliot, eine neue Nachricht. So, wir lesen mal von oben immer. Hallo? Spanisch-Test war scheiße. Den bestehe ich nur mit Glück. Oh. Lo siento. Nein, ich glaube, es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel, hab nachher was vor. Oh, okay. Hast du Chemie erledigt? Nö. Alter, das ist das dritte Mal. Ich weiß eh schon alles. So kurz angebunden. Mit Frank haben wir ja auch schon. So, warte, warte. Dein Mist ist hier. Yeah, ich bin pleite, sorry. Dein Verlust. Du kannst es einen Tag für mich aufbewahren. Kann ich das? Ich bin dein Lieblingskunde. Bist du das? Frank, hast du was? Ist das noch 20 später? Ja, es sind zwei Wochen später. Du schuldest mir noch was. Verhaust du mich dafür? Super, mach nur Witze per SMS darüber. Du vertickst mit dem Handy Drogen? Egal, komm schon, es ist 420. Ich treffe dich, wenn du mein Geld hast. Ah, ich muss absagen. Mhm. Nee. Und Max. Das sind sogar zwei, drei Antworten. Es tut mir so leid, ich vernachlässige mit E-Mails. SMS funktioniert für mich eh besser. Hey, es ist Max. Wie geht's? Bist du da? Oh je, tut mir leid. Wieder. Ich hab viel zu tun. Seattle würde dir gefallen. Mehr dazu später. Ich guck mal kurz. 13.11. Cool. Vielleicht fahre ich demnächst per Anhalter. Hey, Hippie. Auch in zwei Wochen später. Es tut mir so leid. Vielleicht sollten wir eine Zeit festlegen, um zu telefonieren. Kein Ding. Ich sehe mal im Kalender nach. Es ist 19 Uhr in der Cadia Bay. Was ist in Seattle? 2019? Ich weiß. Vielleicht dieses Wochenende. Klar, jederzeit. Sag Bescheid. Ey, Königin des Grillenzirpens, was gibt's Neues? Max? Chloe, breakfast! Bring my purse down with you, please. Yeah, yeah, okay. I think I saw Mom's purse in her room.
Ich muss das blaue Auge erklären. La 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 la. The purse. Ue le purse. Hier ist Bett noch. Mom's finally making her bed again. I guess that's a good sign. Vielleicht war es ja David, wir wissen es nicht genau. Ihre Purse habe ich nicht gesehen. In der Schublade waren die Modemagazine. Oder habe ich gesehen? Der ist, ist das mit dem Ring? Hier im Schrank können wir gar nicht gucken. Da ist die Kette. Das. Ja, ich suche doch gerade. Ich will nicht mehr in die Schublade da gucken. Wo ist denn die Handtasche? Mutter. Da oben ist nix. Hier ist auch nix. Warte mal, was war das denn im Schrank? Aha. Ein Secret gefunden. Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Handtaschentechnisch hier ganz wenig los. Hier ist ein Ring. Ja, ich komme noch schon. Mann, Mutter. Jetzt machen wir halblang. Ich finde deine Handtasche nicht. Oh, die Mutti nervt wieder. Mann, da hinter der Tür ist auch nicht. Ich finde die Handtasche nicht. Ich gehe jetzt mal ohne Handtasche runter. Ich hoffe, die ist nicht böse. Nein, ich traue mich nicht. Natürlich will ich sie ja mitbringen. Toll, jetzt erinnere mich halt noch dran. Oh, da oben das Bild. Wo ist denn diese Handtasche? In der Schublade kann ich nicht mehr gucken. Kette. Ring. Ach da, Handtasche. Da war. Chloe, breakfast. So. You should take that down to Mom. Ja, 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 jetzt geht's. Habe ich nicht gesehen, die war da versteckt. Oh, can you grab my cell phone too? Natürlich. No more dawdling. I need to talk to you. Yeah, okay. That really makes me want to hurry. Okay. Coming, Mom. Your lighthouse.